Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Freut mich, dass ihr wieder reinschaut, Leute. Wir sind in Ostagar angekommen mit unserer Heldin und sollen jetzt mal eben das Lager so ein bisschen erkunden und vor allem Alistair finden, den zweiten grauen Wächter, der hier am Start ist. Ich will hier mal springen, man kann ja gar nicht springen. Hallo. Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Ja, danke. Hier haben sie schon ordentlich was weggefetzt. Können wir direkt mal rausgucken. Hier ist das spätere Schlachtfeld zu sehen. Na denn, auf geht's. Gehen wir mal das Lager erkunden. Schon mal ein bisschen windig hier oben, ne? Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Jo, hallöle. Links rum, rechts rum. Gehen wir denn zuerst hin? Guck mal, da haben wir doch schon was gefunden. Das sieht mal nach Magiern aus. Es tut mir leid, aber die Magier dürfen nicht gestört werden. Sieht halt auch interessant aus, was sie da machen, ne? Die Magier dürfen nicht gestört werden. Ihre Geister sind gerade im Nichts. Im Nichts. Dann gehen wir mal woanders hin. Das Nichts ist sowas wie das Jenseits, kann man sagen. Da fahren wir später noch ein bisschen was drüber. Win. Seid gegrüßt, junge Dame. Ihr seid Duncans neueste Rekrute, nicht wahr? Er ist kein Mann, der leicht zu beeindrucken ist. Ihr solltet stolz auf euch sein. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Win, eine der Magierinnen, die der König hierher gerufen hat. So viel sei verraten. Win werden wir auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Es ist mir wirklich eine Freude und ich wünsche euch viel Glück auf dem Schlachtfeld. Genau genommen wünsche ich das uns allen. Das wurde auch angebracht. Der König muss immer zuversichtlich wirken. Sein Verhalten beeinflusst die Moral seiner Männer. Er scheint allerdings leicht zu begeistern zu sein. Er erinnert mich an einen jungen Hund und ich sage das voller Respekt und Zuneigung. Er ist ein guter Mann. Um die dunkle Brut zu besiegen, müssen wir zusammenarbeiten. Allerdings scheinen das noch nicht alle begriffen zu haben. Ein bisschen. Und ihr? Wisst ihr beispielsweise von ihrer Verbindung zum Nichts? Naja, so ein bisschen, ne? Jedes Mal, wenn euer Geist euren Körper verlässt, ob im Traum oder im Tod, betritt er das Reich, das wir das Nichts nennen. Es beheimatet viele Geister. Manche von ihnen sind freundlich und andere eher nicht. Im Herzen des Nichts liegt die schwarze Stadt. Die schwarze Stadt. Manche meinen, die schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Ich sollte euch vielleicht mal sagen, was ich immer anklicke. Ich bin, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer, schnell, wenn ich das so wegklicke. Im Moment ist die Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Habt ihr einen guten Rat für mich? Einen Rat? Niemals. Ihr Jungen wisst sowieso alles, was es über die Welt zu wissen gibt. Warum solltet ihr einen Rat von einer Älteren wollen? Ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Ich unterhalte mich sehr gerne mit euch. Mit Versagen, meine Freunde. Solltet ihr ihn finden, dann werdet ihr nicht euren König dem Schicksal überlassen. Dort hinten ist ein Lager, würde ich sagen. Gedient haben. Wenn hier ihr in gebetet. Dieser Schlacht fallt und im Land hinter dem Nichts vor den Erbauer tretet, dann wird er euch nicht für unwürdig halten. Ja, so ein bisschen Zuspruch von der Schlacht ist nicht verkehrt, ne? Hier, scheint das ist Quest für uns zu geben. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren.
Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Wo liegt das Problem? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Wie klug ist dieser Hund genau? Vor Jahrhunderten züchtete ein Magier sie so, dass sie klug genug sind, um zu verstehen, was ihnen gesagt wird. Sie können sich erinnern und komplexe Befehle ausführen. Sie sind die kostbarsten Hunde der Welt. Das Problem ist, dass sie normalerweise auf einen Herrn geprägt sind. Es ist enorm schwierig, sie neu zu prägen. Aber wenn er keine Arznei bekommt, müssen wir erst gar nicht über seine Neuprägung nachdenken. Okay, wenn er krank ist, sollten wir vielleicht auch nicht lange drum herumreden, ne? Dann werden wir auf jeden Fall versuchen. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Ist vielleicht auch unsere Chance, einen neuen Freund zu gewinnen. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf und legt eine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz, ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Erschlagen? Nein. Wieder neben dem Hund im Maulkorb, wenn es klappt. Der Mabari knurrt schwach, aber er greift dich nicht an. Als du fertig bist, winselt er. Gut gemacht. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Tja, wer weiß. Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. So eine haben wir auch bei uns im Wald gesehen. Warum holt ihr sie nicht selbst? Kann der Hund auch ohne sie gesund werden? Wo kann ich sie finden? Das werden wir schon raus und ich kann nicht helfen. Wir werden versuchen, sie zu finden. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Jawohl. Und wenn ihr geht, um eure Plätze neben dem Erbauer einzunehmen, dann geht ihr mit unserem Segen. Denn ihr werdet nicht vergessen sein. Meine Freunde. Ah, das danke. Okay. Du da, Elf. Wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taryn Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Mhm. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Schön, euch zu sehen. Ich sehe mich auch gern. So, die alten Ruinen, das ist schon cool, ne? Gut, das Lazarett. Ihr werdet hier nicht lange bleiben wollen, Wächter. Die meisten dieser Männer wurden vom Blut der dunklen Brut verdorben. Gut, ich ja auch, ne? Im Namen Andrastes segne ich euch. Ah, ich nehme an, ihr seid einer der neuen grauen Wächter. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Ich gebe den Segen des Erbauers nur weiter. Er blickt gnädig auf die herab, die bereit sind, ihn zu empfangen. Okay. Segen ist nicht verkehrt. Dann möchten wir seinen Segen empfangen. So segne ich euch, grauer Wächter, im Namen Andrastes und des Erbauers. Möge der Gesang des Lichts euren Namen bis zu den Ohren unseres Herren tragen. Nett. Ich hoffe, die grauen Wächter aus Orlais kommen noch rechtzeitig. Was haben wir denn hier? Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Ihr wurdet nicht verurteilt? Nein. Leute wie mich sperrt man in einen Käfig. Bis irgendjemand, der wichtig genug ist, Zeit findet, über unser Schicksal zu entscheiden. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde, und ich bin am Verhungern. Bei sowas muss man echt immer ein bisschen aufpassen. Wenn man Glück hat, kann man nämlich ein paar tolle Sachen abgreifen. Ja, erzählt mir mal, warum ihr hier drin seid. Ich bin ein Deserteur. Zumindest denken Sie das. Allerdings bezweifle ich, dass ich Sie vom Gegenteil überzeugen kann.
Das Militär ist bei sowas ziemlich eigen. Und seid ihr desertiert? Ich bin nicht desertiert. Aber was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht durchs Lager schleicht? Wen kümmert das? Ich will doch nur etwas essen und Wasser. Genau, wenn ihr unschuldig seid, dann kümmert es euch. Oh, das ist süß von euch, Herzchen. Wie wär's, wenn ihr mich stattdessen heiratet? Zumindest könnte ich noch einen Kuss bekommen, bevor man mich hängt. Und sie haben nicht einmal Unrecht. Ich wäre vermutlich später desertiert. Nur bin ich es eben nicht, als sie mich geschnappt haben. Das ist alles. Ich hoffe, ihr bekommt jetzt keinen schlechten Eindruck von mir. Ich bin immer noch hungrig genug, um meine Schuhe zu fressen. Na, dann schauen wir mal. Fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Der hungrige Deserteur. Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Ich kann ihn ja schlecht einfach laufen lassen, oder? Ach, das Militär wird entscheiden, was mit ihm geschieht. Wahrscheinlich warten sie einfach darauf, dass irgendjemand Wichtiges eine Entscheidung trifft. Dann wird er vermutlich gehängt und ich kann mich um andere Dinge kümmern. Das wäre genau. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Naja, er hat Hunger. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben. Naja, aber genau, dann würdet ihr eine Mahlzeit verpassen. Der Mann könnte schon bald gehängt werden. Ja, ja, schon gut. Ich schätze, der arme Kerl könnte eine Mahlzeit vertragen, bevor er gehängt wird. Aber ich verstehe nicht, warum euch das interessiert. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Nur damit ihr es wisst. Damit können wir leben. Wir sind halt einfach nett. So, jetzt müssen wir es richtig anstellen. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Weil ihr vielleicht Interesse an etwas habt, für das ich keine Verwendung habe. Die Magier des Zirkels haben eine Truhe, in der sie Sachen aufbewahren. Magische Sachen. Und ich habe ihnen den Schlüssel gestohlen. Tada! Deshalb bin ich hier. Ich habe einen von ihnen betrunken gemacht und ihm seinen Schlüssel abgenommen. Dann wollte ich mich zu der Truhe schleichen. Leider dachten sie, ich wollte desertieren. Ich kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, solange ich hier drin bin. Aber ich würde ihn gegen etwas Wasser und Essen eintauschen. Ich glaube so genau, weil wir das nicht wissen, warum er den Schlüssel nicht gefunden hat. Ich habe ihn verschluckt. Aber er ist später wieder in meinen Besitz gelangt, sozusagen. Das ist widerlich, durchaus. ich könnte ihn erschlagen und den Schlüssel mitnehmen. Das ist widerlich. Naja, also, wollt ihr den Schlüssel oder nicht? Ja. Ich danke euch. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Und, wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr ihn verwendet. Das ist gut, das werden wir direkt mal abspeichern. Wir wollen speichern, wir sind in Ostager. So läuft das. Wenn ich mich richtig erinnere, war hier... Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Ah, ich dachte, von da bin ich gekommen. Ich bin von hier unten gekommen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich den hier auch ansprechen konnte. Grüße. Ihr gehört zu Duncans neuen Rekruten, richtig? Ich darf euch nicht in die Korkari-Wildnis lassen, bis er mir den Befehl dazu erteilt. Okay, warum nicht? Die Korkari-Wildnis ist ein gefährlicher Ort. Umso mehr, da es dort jetzt vor dunkler Brut nur so wimmelt.
Es heißt, die große Verderbnis hätte tief in ihren Wäldern ihren Anfang genommen. Einer unserer Speertrupps ist seit 3 Tagen überfällig. Es laufen Wetten, wer sie zuerst erwischt. Die dunkle Brut oder die Hexen der Wildnis. Toll. Ja, genau. In dieser Gegend gibt es eine Legende über Flemmes, die abtrünnige Zauberin, die dieses Gebiet vor Jahrhunderten erobert hat. Sie vereinte die Chasen-Barbaren und marschierte ins Ackerland ein. Dann vernichtete der große Held Cormac ihre Armee mit seiner eigenen. Es heißt, er habe... Ihre Töchter überlebten und wurden zu den Hexen der Wildnis. Der Legende nach suchen sie seitdem diese Gegend heim. Es ist vor allem abergläubischer Kram von geraubten Babys und saurer Milch. Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Gebt auf euch Acht. Zum Mist, wo war denn das? Ah. Den haben wir, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Das Leben zieht nur so an uns vorbei. Na, das ist die Tour, das sollten wir nicht, vielleicht noch nicht jetzt machen. Ein Besänftigter. Besänftigte lernen wir auch später noch mal ein bisschen genauer kennen. Dann haben wir eigentlich so ziemlich alles jetzt hier gesehen, ne? Quartiermeister, das Lazarett, da waren wir schon. Duncans Feuer, Logans Zelt, König. Den Zelten könnten wir ja noch mal gehen, das ist keine schlechte Idee. Die wir die Prophetin Andraste verraten haben, bitten jetzt sicherlich da oben. Logans Wache. Ihr nähert euch dem Zelt von Taryn Logan. Was ist euer Anliegen? Mal Hallo sagen. Wie kann es sein, dass ihr nichts von Logan wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Taryn machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die dunkle Brut ohne Logan niemals besiegen würde. Logan. Was macht er in seinem Zelt? Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Ich denke schon, solange wir leise reden, er und der König streiten schon seit Tagen. Ich liebe diese Fähigkeit. Der Taryn kannte den König schon als Baby, deshalb verzichten sie auf Förmlichkeiten. Der Taryn sagt, was er denkt, und der König brüllt direkt zurück. Ich persönlich denke, der König sollte tun, was Taryn Logan sagt. Ohne den Taryn würde es hier nicht so gut für uns aussehen. Oh, komm. Na, kommen wir soweit? Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Oha. Ich weiß gar nicht, was ich ihm sagen soll. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Duncans neuer grauer Wächter, nehme ich an. Ja. Kalens Faszination für die grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Er scheint die Faszination nicht zu teilen. Die Wächter sind beeindruckend, aber bei weitem nicht so bedeutend, wie Kalen denkt. Wie ich sehe, seid ihr Dalish. Marek kannte einst einen Dalish-Elfen. Und ich bin nie wieder jemandem begegnet, der ähnlich gut mit dem Bogen umgehen konnte. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Das weiß ich nicht. Wenn Kalen seinen Willen durchsetzt, wird es so sein. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Relativ überheblich, ne? Und wenn das nicht ist? Dann betet trotzdem. Wahrscheinlich nicht verkehrt. So, das Ganze können wir nochmal bei dem König machen. Wollen Sie, was wir da so erfahren? Grüße. König Kalen ist derzeit nicht in seinem Zelt. Okay, dann hat sich das erledigt. Aber man kann ihn ja, wisst was, aus der Nase locken. Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taryn Logan sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich?
Tja, das wird die kommende Schlacht zeigen. Genauso denkt auch der Terran. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Terran ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Wegen der Königin? Sie ist die Tochter des Terran. Er war über irgendetwas, was sie oder der König getan hat, nicht besonders glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte vermutlich nicht darüber sprechen. Ach, schade. Das hätte ich ja gern gewusst. Wie ihr wünscht. So mal als kleine Nebeninfo, für die, die das interessiert. Thema die Schlacht und die Elfen, die er kennt, etc. etc. Es gibt eine Buchreihe von Dragon Age. Da wird so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Terran. Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, das ist schön. Hallo, wer seid denn ihr? Was bringt die Nachtwächter? Tja. Es soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen. Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir haben jede einzelne Schlacht gewonnen. Doch werden es jedes Mal mehr. Tja. Oh, hier betet jemand. Wenn gleich vor mir nur dunkel. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Schön, schön. Ich werde nicht verlassen auf den gewundenen Wegen des Nichts wandern, denn im Lichte des Erbauers gibt es weder Dunkelheit noch Tod. Bisschen was zum Looten hier wieder. Ich werde nicht. Hallo? Verzeiht, benötigt ihr etwas? Aha. Ich wollte mich unterhalten. Seid ihr der neue Rekrut der Grauen Wächter? Ich ging gerade vorbei, als ich hörte... Es ist bestimmt aufregend, so bedeutend zu sein. Wartet, ihr seid doch nicht hier, um mir zu sagen, dass ich in Schwierigkeiten stecke, oder? Wieso müsstest du in Schwierigkeiten stecken? Und was ist... Oh, wartet... Seid ihr diejenige, der ich Ser Galens Schwert geben sollte? Ich glaube nämlich, dass der Schmied damit fertig ist. Ja. Oh, ich bin wirklich erleichtert. Ihr habt mir die Prügel erspart, ganz sicher. Ich sollte mich wieder meinen Pflichten zuwenden, bevor ich noch mehr Ärger bekomme. Oh, wir haben gerade ein schönes Schwert bekommen, welches wir denn dann mal ausrüsten könnten. Das ist aber... Das ist sogar besser als unseres. Das ist echt ein bisschen gemein, ne? Naja, was soll ich machen? Eieiei. Nun gut, dann haben wir jetzt hier soweit alles gesehen. Dann gehen wir jetzt endlich mal unseren Quest erfüllen und Alistair suchen. Es gibt viele der dunklen Brut. Viele verschiedene Arten. Ja, viele verschiedene Arten. Soldaten Fereldens, Schwestern und edle Herren, wir stehen hier am Vorabend der Schlacht. Am Vorabend der Schlacht. Können wir noch ein bisschen gucken gehen? Ich finde es wundervoll, dass ihr jetzt ein grauer Wächter seid. Ja, noch kein grauer Wächter, aber ja. Hallo, es tut gut, hier noch andere Elfen zu sehen. Vor allem Elfen, die keine Kriegsrate sind. Die Elfen, die keine Sklaven sind, ne? Oh, auch wenn viele ihn nicht mögen. Mein Held. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Ser Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige.
Genug. Sehr schön. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg. Na. Schön. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Oh. Ich weiß genau, was ihr meint. Es ist wie ein Fest. Wir könnten alle einen Kreis bilden und Händchen halten. Dann hätte die dunkle Brut aber was zum Grübeln. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Nein. Sind wir nicht. Würde euch das den Tag ruinieren? Wohl kaum. Ich weiß nur gerne immer, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in eine Kröte verwandelt werde. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neue Rekrutin von den Dalish. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Was, ihr habt mich nicht erkannt? Und ihr müsst dann Alistair sein. Hat Duncan von mir erzählt? Hoffentlich nichts Schlechtes. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Mhm. Sehr erfreut. Richtig, das war der Name. Wisst ihr, mir fällt gerade auf, dass es bei den Grauen Wächtern immer nur sehr wenig Frauen gab. Woran das wohl liegt? Vermutlich sind wir zu klug für euch. Mhm. Mag sein, aber ihr seid hier. Was bedeutet das dann? Da, gut gekontert, ja. Dass ich nicht interessiert bin. Dass ich Pech hatte? Ja. Autsch. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Ja, ich denke, soweit sind wir dann auch eigentlich. Was können wir denn noch Schönes hier fragen? Worum ging es in dem Streit? Ihr müsst mich doch nicht begleiten. Das ist mit einer anderen Gruppe. Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Ich bin neugierig. Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Hm. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Ah. Ja, was ist denn eigentlich ein Templer? Das wisst ihr nicht. Also, die Kurzversion. Die Kirche möchte die Magier kontrollieren, weil sie gefährlich sind. Und die Templer bringen für die Kirche Abtrünnige zur Strecke. Dafür wurde ich ausgebildet, als Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Abtrünnige sind Magier, die sich nicht an die Regeln des Zirkus halten. Kurz gefasst. Na dann. Gehen wir. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Ja. Also, Quest wurde aktualisiert. Wir kehren zu Duncan zurück. Genau, das ist der Schlüssel und der Mabari. Darum werden wir uns kümmern. Und zwar in der nächsten Folge. Wenn wir dann gemeinsam mit Alistair, unserem neuen aktuellen Teammitglied, zu Duncan gehen und schauen, was denn die Reise und unsere Rekrutierung noch so beinhalten. Also schaut wieder rein. Und dann schauen wir weiter. Bis zum nächsten Mal.